Hi zusammen, ich habe heute mal beschlossen, eine Review zu drehen, die schon relativ oft gewünscht wurde und die ich eigentlich auch schon vor einiger Zeit drehen wollte, aber es kam ein bisschen anders, als ich das gerne haben wollte. Demnach komme ich erst jetzt dazu und ich hoffe, die Review wird euch gefallen. Ihr könnt mir natürlich gerne Verbesserungsvorschläge und euer Feedback in die Kommentare posten. Ansonsten fange ich einfach mal an. Es geht, wie man unschwer erkennen kann, um den Manga Stardust Wing von Nana Haruta. Ich bin ja bekennender Nana Haruta-Fan und demnach ist Stardust Wing für mich auch eine Must-Have-Reihe gewesen, die ich mir auf jeden Fall kaufen wollte, als sie bei uns angekündigt wurde. Und ja, ich werde euch jetzt erstmal so einen kleinen Überblick über die Bände geben, habe ich gedacht. Deswegen habe ich sie auch so hingelegt, dass alle Cover zu sehen sind. Ich habe jetzt leider nur Band 1 bis 9 hier liegen. Ich besitze auch Band 10. Aber den hatte ich leider nicht griffbereit. Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung, wenn ich die Review jetzt einfach mal mit 1 bis 9 abdrehe. Und hier zeige ich euch Band 1 und 2. 3, 4 und 5. Ich finde das Coverdesign recht hübsch. Es ist relativ einfach. Aber was ich sehr positiv finde, ist, im Manga selbst kommt auch das Thema Fotografie vor. Es wird immer wieder so ein bisschen angeschnitten, da welche der Protagonisten den Fotoclub besuchen und so weiter auf ihrer Schule. Und ich finde, alle Cover sehen aus, als könnten sie Schnappschüsse von Jugendlichen sein. Und das finde ich recht cool gemacht. Ja, dann gebe ich euch erstmal ein paar Daten zu dem Manga und erzähle euch dann, worum es darin überhaupt geht. Der Manga heißt Stardust Wing, heißt auch im Japanischen Stardust Wing, nur halt umgeschrieben, dass es in die japanischen Zeichen gepasst hat. Der ist von Nana Haruta, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, und ist in Japan ist das erste Kapitel 2008 im Ribbon Magazin erschienen, in dem unter anderem auch von Adina Tanemura zum Beispiel Kamikaze Kaitojan oder Full Moon Wosagaste erschienen sind. Also dieses sehr, sehr beliebte Shoujo-Mädchen-Manga-Magazin. Ja, bei uns in Deutschland ist er bei Tokyopop erschienen in diesen Bänden und erscheint eben seit 2010 und ist jetzt gerade bei Band 10 und ist dann auch mit 11 Bänden abgeschlossen. Das heißt, bei uns in Deutschland fehlt nur noch ein einziger Band und in Japan ist er bereits abgeschlossen seit einigen Monaten. Die Zielgruppe richtet sich so, also ich hatte so angedacht, so an etwa 13 plus. Ich kann mal gucken, was draufsteht. Ja, Tokyopop gibt mir recht. Die Zielgruppe liegt bei so circa 13 plus und es ist eben ein Romance-Manga bzw. ein Shoujo-Manga. Was allerdings natürlich nicht heißt, dass man den mit 12 nicht lesen kann oder dass man den mit 25 nicht lesen kann, was man auch an mir sieht, denn ich lese den ja auch und ich bin bestimmt keine 13 mehr. Ja, bei uns in Deutschland kostet ein Band 6,50 Euro, was ja ganz in Ordnung ist, muss ich jetzt so sagen. Da gibt es weitaus teurere Manga. Und das waren dann auch schon so die Eckdaten, die könnt ihr natürlich wieder in der Infobox unten nachlesen. Und dann kommen wir mal zum Inhalt. Also in Stardust Wing geht es hauptsächlich um die 14-jährige Anna. Anna ist sie hier.
Anna lebt mit ihren beiden besten Freunden seit der Kindheit im selben Apartmenthaus. Das wären dann diese beiden. Das ist einmal Hinata, den man auch hier sieht. Ich zeige sie einfach mal hier, das ist näher an mir dran. Das ist einmal Hinata und das ist einmal So. Die sind sehr, sehr gut befreundet und verstehen sich wirklich gut. Sie wohnen, wie gesagt, im selben Apartmenthaus, sind seit frühester Kindheit beste Freunde und besuchen auch alle dieselbe Schule. Zu Annas Pech sind die beiden Jungs so ziemlich die beliebtesten Typen auf der ganzen Schule. Deswegen muss sie öfter mit Anfeindungen von den anderen Mädchen rechnen, denn die sind alle eifersüchtig, weil sie denken, sie hätte irgendwie mit beiden Dates am Laufen und solle sich doch wenigstens für einen entscheiden, wenn sie schon mit einem der beliebtesten da rumhängt und nicht gleich beide in Beschlag nehmen. Aber für sie ist es eben wirklich nur eine ganz normale Freundschaft, zumindest zu Anfang, aber dazu komme ich jetzt dann noch. Ja, es betrifft allerdings auch immer wieder Anna, weil sie halt, sie macht dann zum Beispiel einem Jungen ein Liebesgeständnis und der nimmt es gar nicht ernst, weil auch er denkt, dass sie mit einem von den beiden zusammen wäre. Das heißt, es hemmt sie auch, selbst einen Freund zu finden und so. Und das ist dann natürlich nicht so toll. Alles wird dann noch viel komplizierter als So, dieser hier, Anna seine Gefühle gesteht. Er hat sich nämlich in Anna verliebt und gesteht ihr das. Und ja, sie kommen dann auch zusammen und sind allerdings nur sehr kurz zusammen, denn die Beziehung zerbricht ziemlich schnell, weil Anna merkt, dass sie ihn überhaupt nicht wirklich liebt, sondern mehr aus einem Freundschaftsgefühl und eben dieser freundschaftlichen Liebe mit ihm zusammengekommen ist, obwohl sie ihn nicht auf so eine Art liebt. Kurz darauf erkennt sie allerdings, dass sie Gefühle für Hinata hegt, was natürlich die ganze Sache noch komplizierter macht, denn, naja, Hinata ist So's bester Freund und das kann natürlich nur schief gehen, denn so eine Dreiecksbeziehung, die wünscht sich natürlich niemand, glaube ich. Und ja, das ist natürlich nicht so toll. Und was Hinata angeht, ist das Ganze sowieso so ein bisschen tricky, denn Hinata befindet sich selbst in einer ziemlich komplizierten Beziehung, beziehungsweise so eine Art Beziehungskiste. Dazu werde ich jetzt aber noch nichts sagen, denn da solltet ihr lieber den Manga selbst lesen, damit ich euch nicht zu viel spoilere. An und für sich sind Dreiecksgeschichten nicht unbedingt so meins. Und ich finde auch, Anna könnte sich an manchen Stellen durchaus ein bisschen sicherer sein, was sie will. Auch 14-, 15-jährige Mädchen müssen nicht so drauf sein, wie sie es manchmal ist. Aber okay, sie mag halt beide sehr gerne und merkt auch, dass sie für beide irgendwie auf irgendeine Art und Weise was empfindet. Ob das nun Freundschaft ist oder wirklich Liebe, das müsst ihr im Manga natürlich selber rausfinden, das verrate ich euch noch nicht. Aber so viel dann mal so zur groben Story. Dann dachte ich mir, ich sag noch ein bisschen was zu den Charakteren und dafür hole ich mir immer ein Cover von der jeweiligen Person heran. Und ich beginne mit Anna, denn Anna ist ja die Hauptprotagonistin. Ja, Anna ist eine relativ starke und liebe Hauptprotagonistin. Sie macht sich viele Gedanken um ihre Freunde und versucht trotz ihrer Liebe zu Hinata natürlich auch die Freundschaft zu So aufrechtzuerhalten. Aber sie kommt halt öfter auch an ihre Grenzen und dann braucht es immer so einen kleinen Schubser in die richtige Richtung, dass sie halt wieder den Mut findet und dann trotzdem weitermacht. Und irgendwie, auch wenn sie manchmal wirklich unentschlossen wirkt, man kann ihr nicht böse sein und
Ich finde, sie ist trotz allem eine sehr liebenswerte Person, ein Charakter, mit dem man sich irgendwie gut identifizieren kann. Dann haben wir hier So. Ach ja, den habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt. Anna Koshiro heißt sie. Das ist der Nachname. Dann haben wir So Nagase. So ist ziemlich selbstbewusst, sportlich, schreibt bombige Noten, hat viele Freunde und er weiß immer genau, was er will und wie er es will. Und ja, in diesem Manga will er halt eben Anna für sich. Und obwohl er mit Hinata wirklich gut befreundet ist, ist es trotzdem so, dass er da so erwachsen ist, dass er eben weiß, dass er dieses Mädchen für sich haben will und von diesem ganzen Hin und Her auch manchmal ein bisschen angekotzt ist. Schließlich sollte sich das Mädchen einfach mal klar über ihre Gefühle werden. Ja, trotzdem belastet ihn halt immer wieder dieses Gefühlschaos, weil ja, sie waren eben schon immer Freunde und es war eben nicht ganz einfach, als dann diese Kiste zwischen denen losging und die Freundschaft dann eben auch darunter gelitten hat. Und man merkt halt auch, dass trotz seinem Selbstbewusstsein das ihn ganz schön belastet. Und dann ist hier noch Hinata, Tokura. Und ja, Hinata ist so ziemlich das genaue Gegenteil von So, könnte man behaupten. Er ist ruhig, er ist ziemlich in sich gekehrt, er ist, ja, so ein bisschen, wie nenne ich das, geheimnisvoller, nicht ganz so offen, aber trotzdem ein sehr lieber Charakter. Er wirkt manchmal ein bisschen verpeilt und er zeichnet total gerne. Man kann ihn oft schlecht deuten und man weiß nicht wirklich, was in ihm vorgeht, eben weil er so eine ruhige, geheimnisvolle Person ist. Aber auch seine Gefühle fahren Achterbahn, was man in dem Manga recht schnell merkt. Und ja, es ist auf jeden Fall interessant herauszufinden, wie das Ganze mit den anderen verwoben ist und wo sein Herz wirklich hingehört. Dann habe ich noch rausgesucht, ob es dazu ein Anime oder ein Artbook gibt. Das gibt es beides nicht. Von Nana Haruta ist bisher noch nie ein Artbook erschienen. Auch ein Anime gibt es nicht zu Stardust Wing. Dafür ist aber 2011 in Japan auf der Shueisha-Website, also Shueisha ist der Verlag, der das Ribbon-Magazin rausbringt, und auf deren Verlagswebseite ist ein vierteiliges Hörspiel zu dem Manga erschienen, bei dem die Hauptprotagonisten von absoluten Star-Seiyus, also so nennt man in Japan die Synchronsprecher, also von absoluten Star-Seiyus besetzt wurden, und das war natürlich eine riesige Ehre für die Mangaka, die damit nicht gerechnet hatte. Ja. Und das war eigentlich auch schon die komplette Review. Ich habe jetzt ein bisschen gestockt und ich weiß, es hätte besser laufen können. Aber ich bin fürs erste Mal ganz zufrieden. Wenn ihr noch weitere Wunsch-Reviews haben solltet, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare posten. Als nächstes kommt wahrscheinlich eine Review zu Fudanjuku Story. Die wurde sich nämlich auch mehrmals gewünscht. Aber da diese hier sich vorher gewünscht wurde, dachte ich, mache ich erstmal die zu Stardust Wing. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback und Kritik in die Kommentarbox. Solange das alles schön sachlich bleibt, bin ich da immer offen für. Und ja, ich freue mich schon auf euer Feedback. Dann war's das auch schon wieder. Ich freue mich auf Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao!